Die US-Regierung hat 10.000 Bitcoin im Wert von fast 600 Millionen USD zu Coinbase verschoben. Diese Bitcoin stammen aus der Silk Road-Beschlagnahmung und wurden am Mittwochabend transferiert. Der Wert betrug 584 Millionen USD. Der Blockchain-Analysedienst Arkham Intelligence verknüpfte die Transaktion mit einer Wallet der US-Behörden. Dort sind weitere Bitcoin im Wert von 12,2 Milliarden USD. Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten 24 Stunden über 4,12% verloren. Vor zwei Wochen sorgte eine ähnliche BTC-Transaktion für Unruhe. Investoren befürchteten neue Verkäufe nach den BKA-Verkäufen und Mr. Gox-Auszahlungen. Die Silk Road war ein Darknet-Marktplatz für illegale Waren. 2013 beendeten die US-Behörden das Geschäft und verhafteten Gründer Ross Ulbricht. Diese Meldung erschien zuerst bei BTC Echo, geschrieben von Tobias Zander.